Ich bin gerade bei der Landessynode der Bayerischen Evangelischen Kirche, die diesmal in Ingolstadt tagt, bei ihrer Herbsttagung. Gestern hat Landesbischof Heinrich Bedford Strohm seinen Bericht gegeben und in diesem Bericht hat er auch deutlich sozialpolitische Akzente gesetzt. Ein wichtiges Thema war zum Beispiel die Flüchtlings- und Asylpolitik in Bayern. Da ist ja einiges in Bewegung geraten, was aus unserer Sicht, aus diakonischer Sicht auch sehr zu begrüßen ist. Aber wir haben auch einen großen Handlungsbedarf. Zum Beispiel durch die vielen neuen Gemeinschaftsunterkünfte, wo Flüchtlinge untergebracht werden, steigt auch der Bedarf an Beratung, an Begleitung der Flüchtlinge vor Ort. Da müssen neue Stellen geschaffen werden. Und da hat der Freistaat auch im Prinzip schon Zusagen gemacht, dass da die Mittel ausgeweitet werden. Aber es gibt bei diesen Stellen ein großes Problem. Während andere Beratungsstellen relativ gut finanziert sind durch öffentliche Mittel, ist das bei der Asylsozialberatung relativ schlecht nach wie vor. Der Grund ist, der Staat betrachtet das als eine freiwillige Leistung. Es ist in keinem Sozialgesetzbuch als Pflichtleistung des Landes kodifiziert, dass die Asylsozialberatung finanziert werden muss. Und deswegen müssen die freien Träger, wie zum Beispiel die Diakonie, erhebliche Eigenmittel bereitstellen, damit die Beratung überhaupt stattfinden kann. Der Landesbischof hat gestern nochmal in Aussicht gestellt, dass die Landeskirche jetzt hier bei der Synode im neuen Haushalt extra zusätzliche Mittel bereitstellen wird, immerhin 300.000 Euro pro Jahr, um die Beratung der Diakonie in den Asylheimen und in Flüchtlingsunterkünften, um die zu verstärken, um da die Eigenmittel bereitzustellen, die Diakonie damit zu unterstützen. Das ist sehr erfreulich. Aber er hat auch zugleich die Forderung noch einmal erhoben, die auch von der Diakonie Bayern immer wieder gestellt wird. Die Asylsozialberatung muss eine Pflichtleistung werden, die müssen in einem Sozialgesetzbuch verankert werden. Es kann nicht sein, dass der Freistaat sich da in so großem Umfang auf das private oder freie Engagement verlässt. Man kann ja schließlich nicht irgendwo in einer womöglich noch abgelegenen Gegend Flüchtlinge unterbringen und sie dann sich selber überlassen. Sie brauchen noch eine kompetente Begleitung und Beratung. Allein schon, wenn man möchte, dass sie sich hier in Deutschland zurechtfinden, dass sie die nötigen Behördengänge, die nötigen Verhandlungen auch führen können, damit ihr Verfahren in einer guten Weise weitergeht. Ich fand das als ein gutes und starkes Zeichen des Landesbischofs, hier auch die Politik in die Verantwortung zu nehmen. Aber wichtiger ist mir noch, wir fordern nicht nur, sondern wir leisten auch unseren Beitrag. Die Kirche gibt selber was dazu und die Diakonie beteiligt sich ja stark an der Beratung. Und es gibt auch diakonische Träger, wie jetzt die Diakonie Neudettelsau oder schon die Diakonie Augsburg, die ihr eigene Immobilien zur Verfügung stellt, um Flüchtlinge mit unterzubringen. Also natürlich sind wir auch selber gefordert, wenn wir uns für Flüchtlinge einsetzen. Aber wenn der Staat hier nicht noch mehr tut, dann wird es auch die Diakonie an die Grenze der Belastbarkeit führen.